Heute gibt es mal wieder ein kleines Pflanzenporträt und zwar geht es um eine Zimmerpflanze. Das ist dieses hübsche Gewächs hier. Habt ihr sowas schon mal gekauft oder gesehen? Ich werde es euch gleich verraten. Das hier ist die Zimmeresche. Zimmeresche, eigentlich ein schöner Name. Der botanische Name ist ein bisschen schwierig. Radermachera sinica, kommt aus China. Gibt es auch noch gar nicht so lange in Europa als Zimmerpflanze. Etwa, ich glaube, Anfang der 80er Jahre kam sie aus China zu uns. Dort ist es ein Kleinbaum und bei uns als Zimmerpflanze wächst sie auch wirklich so bis auf 2 Meter Größe im Topf. Braucht einen schönen, hellen, nicht zu prallen Sonnenstandort im Haus und kann dann bis 2 Meter hoch werden. Also, wenn man die Pflanze gekauft hat, dann sollte man sie umtopfen. Hier seht ihr schon, der ist ganz gut durchwurzelt. Die Wurzeln sind schön weiß. Diese weißen Körnchen hier übrigens, das ist normal in der Blumenerde. Das ist sogenanntes Perlit, aufgeschäumtes Gestein. Das macht die Erde luftiger und das will sie auch haben. Also Staunässe ist nicht gut. Wir müssen eine Erde wählen, die doch gut auch Luft in den Boden lässt, damit die Wurzeln atmen können. Und als Erde werden wir nehmen eine normale torffreie Blumenerde, die wir aber mit diesem Lavagranulat mischen. Das ist halt der Punkt. Wenn man die beiden Varianten hier zusammenmischt, dann hat man eine gute, ja, Kübelpflanzenerde, könnte man sagen. Also diese mineralischen Steinchen, die sind einfach wunderbar, um die Erde strukturstabil zu machen, sodass sie nicht so schrumpft und schön Luft zu den Wurzeln lässt. In unseren Topf kommt unten eine kleine Drainageschicht, da nehme ich immer alte Tonscherben für, auch damit die Erde nicht durch die Löcher fällt. Man kann so als Daumenregel sagen, als Faustregel, alle 2 Jahre wird die Zimmeresche umgetopft. Was die Nährstoffansprüche angeht, also Stichwort Dünger, kann man sagen, braucht sie nicht so viel, da ist sie eher genügsam. Also jetzt topfen wir ja praktisch Anfang der Saison im Frühling um. Bisschen leicht auflockern, damit die Wurzeln sich gut verbreiten können. Sie wird genauso tief jetzt dann im Topf stehen, wie sie vorher auch gestanden hat. Gedüngt wird dann wirklich erst so in 4 Wochen. Ich will, dass sie jetzt erstmal mit ihren Wurzeln in die neue Erde einwächst, auf die Suche geht nach Nährstoffen und ihr nicht schon mit dem Dünger im Gießwasser alles total gemütlich machen. Sie soll sich ruhig auch ein bisschen anstrengen, dass sie gut reinwachsen kann in die frische Erde. Das ist sowieso immer eine gute Regel, wenn man Pflanzen umtopft, nicht sofort düngen, sondern sie erstmal einwachsen lassen ein paar Wochen. Sie müssen sich in der neuen Erde erstmal etablieren. Oft ist Erde ja auch schon vorgedüngt. Jetzt haben wir diese Erde natürlich durch den Zusatzstoff Lavagranulat abgemagert. Das heißt, da sind auch gar nicht mehr so viele Nährstoffe drin. Bisschen wackeln, damit sich die Wurzeln gut setzen. Das ist auch immer ein guter Trick. Mit den Fingern so stopfen an der Seite, damit nicht allzu große Lücken entstehen und das nachher nicht noch zusammenfällt. Und dann kommen wir mal zum Thema Gießen bei der Zimmeresche. Sie mag es feucht. Also sie ist keiner von den Kandidaten, die man so eintrocknen lässt. Aber sie soll auch keine Staunässe erleiden. Wir gießen jetzt einmal gut durch. Später dann, wenn sie eingewachsen ist, dann ist eigentlich ein guter Tipp, sie einmal die Woche zu tauchen. Also wenn der Topf noch handelbar ist und klein genug ist, in so eine Wanne hier reinsetzen und dann einfach das Wasser so schön durch den ganzen Ballen hochsaugen lassen. Das mag sie sehr gerne. Das Wasser am besten Regenwasser oder abgestandenes Wasser nehmen und nicht frisches Leitungswasser, was zu viel Kalk enthält. Also das mag sie gar nicht gerne. Dann lieber doch so ein bisschen leicht sauren pH-Wert. Gucken wir uns nochmal die Blättchen an. Die sind ganz hübsch gefiedert. Das Einzelblatt ist so ellipsenförmig oder so ein bisschen leicht spitz ausgezogen. Aber dieser komplette Blatt, das komplette Blatt, was eigentlich das Ganze hier ist, das ist halt gefiedert, nennt man das. Das ist sogar doppelt gefiedert.
Macht einmal so eine Verzweigung und dann, ja, nee, einfach gefiedert, aber dann mit so einem Spitzenblatt. Und das ist auch der Grund, warum sie Zimmeresche heißt, weil unsere Eschen haben ja auch gefiederte Blätter. Hat aber mit Esche sonst gar nichts zu tun, sondern sie gehört zu den Trompetenbaumgewächsen und die heißen botanisch Bignoniaceen. Die machen, wenn sie mal blühen, ganz hübsche kleine oder manchmal auch größere Trompetenblüten, lange ausgezogene Blüten. Allerdings als Zimmerpflanze ist das wohl sehr selten zu beobachten. Für uns ist es eine wunderbare Grünpflanze, die halt, wie gesagt, 2 Meter hoch werden kann. Sie wird eigentlich auch nie geschnitten, also man braucht sie nicht schneiden. Wenn man sie schneidet, nicht ins alte Holz, da treibt sie schlecht wieder aus. Aber was man wissen muss, wenn man so ein kleines Pflänzchen hier kauft, was man ja gerne mal irgendwie so im Gartencenter mitnimmt, da muss man wissen, die sind mit Wuchshemmstoff behandelt, also in der ursprünglichen Erde. Dadurch ist sie gestaucht im Wachstum. So wie dieser Stoff sich abbaut, wird sie durchstarten und wird dann auch wesentlich längere Triebe machen. Wundert euch da nicht. Also sie will auch ein bisschen Höhe gewinnen und dann werden die Abstände zwischen den Blattknoten auch größer. Also nachher wird sie dann irgendwie länger hochwachsen. Wir werden sie euch bestimmt noch mal vorstellen, wenn sie ein bisschen älter geworden ist. An dieser Stelle erstmal so viel zur Zimmeresche. Meiner Meinung nach echt eine schöne Büropflanze, auch eine Zimmerpflanze, die man sich wunderbar an ein Ost-West-Fenster ohne pralle Sonne stellen kann. Ganz viele weitere Pflanzen gibt es in unserem Kanal. Hier oben das nächste Video und hier unten viel, viel mehr Pflanzen, über 6000 in unserer Gardify-App. Alles Porträts und ein eigener Kalender, das Wetter, Videos und. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ladet euch doch mal die App runter, gibt's in jedem App-Shop.